Hallo Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pokémon Rubin Randomizer Nuzlocke Challenge. Oh yeah, in der letzten Folge haben wir einen Tanhill nicht fangen können, aber stattdessen haben wir Kanimani gekriegt ins Team, den lieben Yannick. Und ja, es ist mir ein Fehler passiert, und zwar, ich habe vergessen zu speichern das letzte Mal, also musste ich nochmal die ganzen Trainer hier machen und ein neues Yannick fangen. Und das Lustige ist, jetzt ist es glaube ich weiblich, ich glaube davor war es männlich, sorry nochmal Yannick, also, joa. Aber auf jeden Fall, ich habe auch ein Level jetzt weiter trainiert. Und wir werden mal schauen, ob wir diesen Wanderer da oben, den wir das letzte Mal eben ausgelassen haben, ob wir den jetzt besiegen können. Ich nehme mal einen Trank, lala. Da, ra, 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 ra. So, Yannick. Und 15 KP aufgefüllt. So, der Wanderer sollte nur Kleinsteins und so haben. Mal schauen. Was denn da oben? Hahaha, wie wäre es, wenn wir kämpfen, du und ich? Hahaha, so lustig. Ich mach mal ein wenig leiser das Spiel, das schreit krass in mein Ohr hinein. Okay, ein Kamaup, das ist super, vierfach Schwäche. Einmal Aquaknarre. Aquaknarre regelt. So, Aquaknarre, los! Wow, fast. Also, das ist eigentlich dumm, dass es nicht komplett besiegt wurde, weil ich habe Stab drauf, es ist vierfach schwach. Okay, Aquaknarre nochmal, komm. Ich werde nicht riskieren, dass er dann plötzlich irgendeinen Trank raushaut. So, nochmal Aquaknarre. Besiegt. 339 Erfahrungspunkte. Nice. So, ich habe statt Yannick eben die Piepsi habe ich im Team im Ding gelassen. In der Box. Weil ich wollte eigentlich Zembowina lassen, aber Zembowina hat Zertrümmerer, also musste das Ding sein. Piepsi. Weil wir werden Yannick für die nächste Arena sehr gut brauchen. Energiefokus. Weißt du was? Ich wechsle lieber mal, weil ich will es nicht riskieren, dass er mich dann komplett zerstört. Wir haben immer noch den Jermissel im Team, der auch ein Flug-Pokémon ist. La la la. So, los! Silberblick. Oh. Na, einmal Flügelschlag und du bist down. Und ich bin auch viel schneller als du, also. La 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 la. So, das ist sehr effektiv. Wurde besiegt. 169 Erfahrungspunkte. 169 Erfahrungspunkte. Tatsächlich. Ich habe verloren. Hahaha. Urlustig. Ich glaube, ich habe diesmal aber den Schattenglas nicht den gemacht. Ja, habe ich noch nicht dem Jermissel gegeben. Jermissel, yeah. Und die Levels sind auch ein wenig anders, weil ich andere Pokémon benutzt habe, gerade zum Kämpfen. So, wer seid ihr, ihr Team Aquark-Schurken? Wo bleiben denn nur die anderen, die in Laubwechselfeld waren? Die sind spät dran. Wahrscheinlich in Laubwechselfeld. Ich möchte auch mit der Seilbahn nach oben auf den Gipfel fahren. Das war so cool damals, fand ich zumindest. Okay, dann suchen wir mal Laubwechselfeld auf. Übrigens, ich habe hier noch trainiert ein wenig und hier gibt es so viele Pokémon und... so wenig Kanimani eigentlich. Oh, Fristelblitz, okay. Da muss ich fliehen. Das Lustige ist, ich habe auch ein Shiny-Pokémon gesehen. Oh, verdammt, Flucht unmöglich. Komm schon, töte mich nicht. Tackle, okay. Los, Jermissel. Obwohl, na, Indelion, geh nach vorne. Du wirst schon schneller sein. Einfach die Johto-Starter. Im nächsten Level wird sich übrigens Ding entwickeln. Wie heißt er? Yannick. Zu einem Tyrakrok. Zu einem Tyrak-Yannick. So, du bist entkommen. Sind wir... super. Lalala. Okay, hier ist ein Stein, den wir mit Stärke verschieben können. Ja, ich habe auch ein Ding-Pokémon gesehen, ein Shiny Griffel. Sengo, los, Yannick. Joa, komm, nimm mal Wayne. Lalalala. Weil wir kriegen jetzt ein Level up wahrscheinlich. Und. Ja, Rufski wird nicht viel machen. Aber Durchbruch dafür umso mehr. Lalala. Sengo und Vipitas gibt es hier, ja. Gab es hier zumindest. Ich weiß nicht, ob es Green Rubin Vipitas gab. Aber Vipitas war ein geniales Pokémon. Das sind ja Rivalen beide. Okay, Yannick erreicht Level 18 und ich glaube Wayne auch fast. 25. Nein. Aber unser Yannick entwickelt sich. La 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 la. So, ich fand es immer urlustig bei Ding. Bei Tyrakrok, weil er schaut aus, als hätte er eine Windel einfach an. Schaut euch das an. Jetzt kommt's. Schaut's. Das schaut aus wie eine Windel. Wow, aber Tyrakrok schaut relativ cool aus. Ah, ich habe vergessen, das ist ja der... das ist ja die Gen, wo Impagator dann einen so merkwürdigen Backsprite hat. Und komplett irgendwie seine Poritze merkwürdig sieht. Oh, ich hab's vergessen, verdammt. Okay, Griffel, ich wollte sagen Giraffel. Ja, ich habe einen Shiny Griffel gesehen, das war relativ cool sogar. Es hat coole Farben, so rot ist es leicht. So rot-pinklich irgendwie. La 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 la, Verteidigung sinkt, es ist egal, wieso besiege ich dich überhaupt? Ich wollte einfach fliehen. Flucht unmöglich, wieso? Erstauner, viel macht das.
Wow, okay, Volltreffer. Aber Flucht jetzt. Flucht unmöglich, Alter. Blutenschlag, okay, ich muss. Was ist hier los? Wieso ist hier Flucht sowas von unmöglich? Du bist entkommen, okay. Sind wir so langsam? Hm, interessant. Ich werde mal wieder einen Trank verwenden. Okay, ich schau mal die Werte kurz an. Von Yannick, Bericht. Und ja, wir sind sehr langsam. Aber dafür haben wir eigentlich sehr guten physischen Angriff und Verteidigung. Also das ist... Das wird wahrscheinlich ein Surfer-Pokémon werden. Oder Kaskade, meine ich. Surfer ist ja Ding. Kaskade wahrscheinlich, ja. Kaskade ist ja physisch. Lalala. Aber es ist ja auch keine ich habe keine Lust, die Bären zu fangen jetzt. Zu fangen. Das ist eh die gleiche Route wie vorhin, gell? Also hier kann ich nicht wieder was fangen. Pokénav, mal schauen. Karte holen. Das sollte die Ding sein, die Route sein, wo ich Ding verkackt habe. Obwohl... Ah nein, okay. Bad Lavastadt, Route 111. Ja, okay, ich bin gerade verwirrt. Ich werde mal mich ein wenig umschauen. Das ist Route 111 und das ist Route 112. Okay, ich kann hier was fangen. Okay, dann fange ich mal was. Ich dachte, es wäre die Route, wo ich eben Tanhil verkackt habe. Ich gehe mal den Etenner nach vorne, damit er Donnerwelle machen kann. So, und wir fangen ein Pokémon. Mal schauen, was es sein wird. La, la, la. Ein Snubbull. Okay, cool. Wird zu einem Grumbull. Das ist nicht schlecht. Also ist zumindest etwas, was man nicht unbedingt immer hat. Bedroher. Ja, egal, komm. Es ist, ich sag's ja immer wieder. Die ganze Zeit, jedes Mal, wenn ich Etenno in den Kampf schicke, senkt irgendwer Etennos physischen Angriff. Das ist so eine Ironie. Okay, Donnerwelle. La, 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 la. Bis, oh no. Ach komm, gib bitte, das war nichts. Ich schicke aber dennoch den Jamissil vor, damit er Blutsauger einsetzen kann. La, 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 la. Oh, paralysiert, super. So, ich habe keine Ahnung, wie ich Snubbull nennen soll, by the way. Habe auch keine Vorschläge gekriegt in den Kommentaren, also ich muss mir etwas einfallen lassen. Ah, ich glaube, ich weiß, dass das wie ich es nenne. Initiative sinkt stark, ich bin dennoch schneller wahrscheinlich, ja. Weil ich einfach so schnell bin, weil Jamissil so schnell ist. So, das reicht. Energie abgesaugt. Charme, okay. Ist egal. Obwohl, wir könnten tatsächlich Angriff sinkt stark. Ich könnte jetzt wieder Blutsauger einsetzen. Ja, super, seht ihr. Macht nicht viel Schaden, weil unser Angriff stark gesenkt worden ist. Biss geht bitte, Alter. Biss macht nichts, okay. Super Ball. Ja, unsere Bälle haben auch eine andere Anzahl, weil ich diesmal eben in diesem... Versuch, nicht versucht habe, Tanhil zu fangen. Deswegen haben wir andere Bälle. Mehr Bälle. Yeah, Snubbull wurde gefangen. Okay, für Snubbull wurde ein Eintrag im Pokédex eingelegt. Snubbull, Fee. Indem es seine Zähne fletscht und ein furchterregendes Gesicht macht, schlägt Snubbull kleinere Pokémon. Oha, richtiger Mobber. Okay, wir nennen dich jetzt... Also groß, das wollte ich machen. B. E. Bell. Weil sie so schön ist. Schaut euch Snubbull bitte an. Okay, wir sind jetzt wieder draußen. Und jetzt Route 111, genau. Da unten waren wir. Da müssten wir eigentlich durch diese Wüste durch. Aber können wir nicht. Der Sandsturm ist zu stark. So. Hallo, Mister. Sag mir, wie stark deine Pokémon geworden sind, oder nicht wieder anfangen mit stark, stark und so. Das ist übrigens einer meiner Lieblingsteile im Spiel. Oha, jetzt schon ein Ass-Trainer? What the fuck? Level 18. Hm. Oh, ich habe Etenno vorne. Okay, dann nehme ich mal Inteleon, jo. Weil gegen Frisselblitz kann Etenno nicht so viel machen. La, 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 la. Oh verdammt, jetzt gerade fällt mir auf, ich kann Etenno wahrscheinlich nicht weiterentwickeln bis zur 6. Arena, bis zur Flugarena. Ich glaube, es wird danach erst, ja, vor der 7. Arena können wir erst weiterentwickeln. Ein Volltreffer, cool. Ein Geist-Pokémon wäre eigentlich cool. Blitzblitz wurde gesiegt, Inteleon erhält Erfahrungspunkte. Weilmer, jo. Jetzt könnte ich eben den Etenno drin lassen, aber ich habe jetzt keinen Bock, es zu wechseln. Deswegen Inteleon wird schon packen. Rasierblatt. Bam! Du, 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 du. Wieso warst du langsam gerade? Okay, 528 Erfahrungspunkte. Wow. Makuhita, nein.
Und wieder mal Rasierblatt. Aber Astrainer Pascal, das ist hier schon mal wirklich nicht schlecht, also was er hat. Ich habe das Gefühl, also Astrainer sind, glaube ich, wirklich Leute, die professionell Pokémon-Kämpfe austragen. Die wirklich Pokémon-Meister werden wollen. Und alle anderen Trainer, die man bekämpft, sind einfach irgendwelche random Leute, die man über den Weg, denen man über den Weg läuft. Supertrank, ich habe vergessen, dass sie Supertränke haben. Oh. Aber egal, Makuhita, das hat nicht ausgereicht. Bam! Außer wir haben eine schlechte Roll. Und wir haben eine schlechte Roll. Oh. Lalalala, dafür erreichen wir jetzt Level 26. Ein Volltreffer, ja, ich hätte das vorhin gebraucht. 334 Erfahrungspunkte, yeah, mal gucken, was gut ansteigt. Boah, Verteidigung, KP, boah, wir werden richtig bulky. Okay, Pascal ist besiegt, ich habe es zu spielen bekommen, deine Pokémon sind viel stärker geworden. Hä? Hä, du kennst uns? Wieso sagst du geworden? So, ich gebe mal den Janik nach vorn, damit er auch trainiert. Hallo, was das ist, was ich hier mache? Ich überlege, ob ich mir hier mein eigenes Refugio mit Hilfe einer Pokémon-Attacke einrichte. Genau, ich gebe dir diese TM. Reiche, richte dir damit auch ein eigenes Reich ein. Yo, es ist Geheimpower. Genau, das kriegt man hier nämlich. Suche den Baum, der aussieht. Setze davor Geheimpower ein. Einige Äste werden sich öffnen. Und du kannst den Baum hinaufklettern. Du findest dort einen großen Baum. Yeah, ich will das nicht machen. Eine Geheimbasis bringt nichts mehr. Hat auch damals nichts gebracht. War nur cool. Ich habe schon relativ viel Zeit damit verschwendet, muss ich ehrlich zugeben. Also, wenn wir diese TM jetzt einem Pokémon beibringen, könnten wir hier dann einige Äste herunterhängen. Kann man auf den Baum klettern. Kann man hier und bei diesen kleinen Türen und so Dinger machen. Wie heißt das? Coole Bases. Los, der Schneider. Hier können wir uns heilen tatsächlich. Bei diesem Haus hier. Hotel der alten Dame. Komm, ruh deine müden Knochen aus. Okay. Hallo, alte Dame. Lalala. Oh, du meine Güte, sind deine Pokémon nicht erschöpft? Oh ja, ich schlafe einfach hier. Bei irgendeiner fremden Frau. Komplett ungeschützt. Oh, du meine Güte, sind deine Pokémon immer noch Ding? Dann sollst du dich ausruhen. Nein, wieso? Wieso? Ein zweites Mal? Was bringt... Wieso kriege ich die Auswahl überhaupt? Welcher Developer hat das gemacht? Dass man eine zweite Auswahl kriegt, weil man ist immer komplett geheilt. Ah ja, stimmt, ich komme hier nicht hoch, weil ich einen Kunstrad habe. Oh, I forgot. Okay, bist du ein Camp? Nein, du kämpfst nicht. Ich habe meine Pflanzen sehr aufgewässert, sie trugen sehr viele Blumen und wuchsen auf einmal viele Beeren. Hier bitte, die schenke ich dir. Himbeeren, ich habe gerade falsch gelesen alles. Oh, Pokédigel brauche ich auch noch für Philo. Route 111, Route 113, okay. Wir werden gleich noch ein weiteres Pokémon fangen können und da drüben wird es so cool sein. Aber zuvor besiegen wir dich! So, oh, deine Pokémon machen den Eindruck ernsthafter Schauspieler. Ich möchte sie gerne engagieren. Engagieren, okay. Bist du Ass-Trainerin oder? Ja, Ass-Trainer Veronika. Wingal, denkst du, wir schaffen das mit Yannick? Ich versuche mal zu kratzen. Jo, Kratzer. Flügelschlag sollte nicht so viel machen. Hat aber Stab drauf. Ich denke, Kratzer sollte mehr machen. Ja, weil wir bessere Dinge haben. Physischen Angriff. Flügelschlag, okay. Aber wir sind sehr langsam. Obwohl Krokodile nicht so langsam sind, also... I don't get it. Okay, Yannick erhält Erfahrungspunkte. Als nächstes wird Roselie geschickt. Ja, bei Roselie wechseln wir. Zu wem wechseln wir? Ich wechsle mal zu Samboina, damit die auch trainiert. La 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 la. Megasauger auf, verdammt. Wie viel Schaden macht das? Okay, nicht so viel. Aber dafür kann ich jetzt den hier machen. Fund. Bam! Okay, die Hälfte schon. Oh nein, nicht Stachelspore! Toll. Ich werde mich gleich danach wieder heilen. Ah, verdammt, okay, Megasauger. Ich werde zu Jimmy wechseln. Weil der wird dann. Das kann lang dauern. Wenn die sich auch noch jedes Mal heilt. Und wir sind paralysiert. Natürlich sind wir paralysiert. Okay, wisst ihr was? Jamissel. La 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 la. Megasauger, okay. Zumindest wir ein Gift-Pokémon. Haha, saug Gift ein. Ja, siehst du, das macht nicht viel. Okay, Flügelschlag und das war's. Bam, wir haben Stab drauf. Du bist schwach dagegen. Jamissel ist ein kranker Typ. Und Volltreffer auch noch. Wow, hat sie nie eine Chance gehabt. Okay, Yannick kriegt Erfahrungspunkte. Samboina kriegt Erfahrungspunkte. Und Jamissel auch. Jetzt wird Kamau abgeschickt. Ich bleib drin, ich wechsle nicht zu Yannick, weil wenn ich es wechsle, würde das so viel Schaden machen. So, Flügelschlag und... Boah, geil, besiegt.
Ich gehe mich mal wieder heilen, damit Yannick wieder die Erfahrung, die KP hat. So, Verenica, du bist besiegt. Sie sehen nicht nur stark aus, sie sind auch stark. Ey, wieso sagt jeder die ganze Zeit stark? Das ist mir erst jetzt aufgefallen, seit der letzten Folge. La, 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 la. Jetzt kommt auch noch eine geile Musik. Die sehr klingt wie Snowman aus Earthbound, stimmt. Aber ich kenne das Spiel hier länger als Earthbound, also. Aber oh, Earthbound ist auch so cool. Ich will auch irgendwann Earthbound so streamen und so zumindest. Ich glaube, ein Let's Play kriege ich nicht hin, weil ich nicht so gut bin im Spiel. Aber ein Stream wäre cool. Eine Zeit lang zumindest. Okay, jetzt kommt geile Musik. Route 113. Okay, Leute, mal schauen, wie lange ich es schaffe, nicht zu singen. Okay, aber wir können hier gleich auch mal was fangen. Und das wird sein ein... Ah, ich habe jetzt schon gesungen. Ich gehe mal die Hände nach vorne. Wie lange hat es gedauert, bitte? Okay, und eigentlich, wenn wir jetzt gehen, wird der Boden wieder grün. Wow. Okay, das ist cool. Ein Ding-Pokémon, ein Fossil-Pokémon, nice. Kratzer, okay, Schaden macht das. Ich werf mal, ich geh mal zu Jamissel und mach ein paar Mal Giftsauger. Nein, geht nicht zu Stahl-Pokémon, ich bin dumm. Okay, paralysiert zumindest. Dann gehe ich mal zu Zamboina und mache Fund. Damit wir nicht Schaden machen können. Okay, Leben, Sula, ist egal. Sul dich so viel du willst in Leben. Ich werde keine Elektroattacken benutzen gegen dich. So, Fund. Das macht so relativ Schaden. Also, relativ guten Schaden eigentlich. Okay, Härtner, noch besser. Noch besser, da habe ich mehr Ding. Da habe ich mehr die Chance, dich zu schwächen. Mehr Optionen, so, seht ihr? La, 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 la. Hast du keine Attacken, mit denen du angreifen kannst? Okay, das ist auf jeden Fall cool, ein Stahl-Pokémon im Team zu haben, dann. Könnte uns bei der Arena helfen. Bei der Ding, bei der Liga. Okay, einmal Superball werfen. Ich glaube, das sollte aber relativ schwer zu fangen sein. Aber ein richtig cooler Encounter. Und... Na, verdammt. Komm schon. So, ich weiß aber auch nicht, wie ich dich nennen soll. Männliches Anorith, okay. Bleib im Ball! Bleib im Ball! Ach, verdammt! Komm schon, la la la. Weißt du was, ich mache nicht mehr Schaden jetzt. Fund! Das ist nicht sehr effektiv. Oh, Kratzer hast du ja, stimmt. Ich hab's vergessen. Er hat Attacken. Wieso denke ich, dass er keine Attacken hat? Okay, ich habe nur noch Pokebälle, verdammt. 22, auch nicht so viel eigentlich. Komm schon, Anorit. Eins. Und. Komm bitte, sei nicht ein zweites Tarnhehl, Anorit. Nur weil du auch ein Stahl-Pokémon bist. Und cool bist. Und alles. Eins, zwei, drei. Komm schon. Oh mein Gott. Okay, paralysiert. Ich werde dich noch einmal angreifen. Ich glaube, das nächste Mal bist du bei Volltreffer. Region. Ja, genau. Wenn ich jetzt einen Volltreffer kriegen würde, würde ich dich töten wahrscheinlich. Und ich will dich fangen. Anorit, komm schon. Bleib im Ball. Sei nicht so, bitte. Mach nicht einen Tarnhehl, Anorit. Ich habe keine Lust, die ganze die Folgen auf irgendwelche Dinger zu enden zu lassen. Auf irgendwelche Pokémon, die ich versuche, eine Stunde zu fangen, enden zu lassen und es nicht mal schaffe. Komm schon, Anorit. Alter. Kratzer, mach noch mal Härten. Okay, ich werde dich einmal angreifen noch. Okay, jetzt kann ich nichts mehr machen. Also ich kann dich nicht mehr angreifen. Limsula, schlug fehl. Okay, komm, du bist komplett... Oh, geschwächt, also sollte schon was werden. Eins, zwei, drei. Nice. Danke dir, Anorit. Toll, Anorit wurde gefangen. Lalala. Okay, wie viel Ding? Krebs Senior. Oh, Senior. Anorit wurde aus einem prähistorischen Fossil erzeugt. Dieses primitive Pokémon lebte einst in warmen Gewässern. Es klemmt seine Beute fest zwischen seinen beiden riesigen Klauen ein. Brutal. Okay, wir nennen dich. Tree. Ops. So, perfekter Name. Start. Triops wurde auf ein PC übertragen. Super, la la. La, 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 la.
La la la. Oh, lange geschafft, es nicht zu singen. Wieder. Okay, noch ein Pokémon. Mal schauen, was es hier noch gab. Anorith, okay. Gibt's hier nur Anorith oder was? Bist du der Pandy-Encounter? Ah ja, in echt, weil... Oh mein Gott, Janik, komm schon, Mann. Not cool. Ach, noch ein Volltreffer. Ich wusste nicht, dass Janik so schwer wird zu trainieren. Weil, es ist ja ein Starter. Ich dachte, Starter werden... Es macht Spaß, durch die Vulkanasche zu laufen, über Boden und Gras. Du kannst genau erkennen, wo du hergelaufen bist. Total klasse. Vor allem merkwürdig, dass Indelion, der irgendwie als ein schwacher Starter gesehen wird, in der zweiten Gen, so viel leichter zu dingsen war als Janik. Okay, rate mal, warum es hier draußen so kühl ist. Nuclear Winter. Es ist, weil die Sonne verdeckt wird. Vom Ding, von der Vulkanasche. Teenager Moritz. Okay, komm, Knackleon. Ich glaube, ich schaffe das mit einem Ding. Mit einer Aquaknarre. Komm schon, Janik. Sogar noch langsamer als wir. Nice. Okay, sehr effektiv. Töte uns nicht, bitte, Knackleon. Okay, Sandwirbel. Es hätte schlimmer sein können. Komm schon, Janik. Setze eine Aquaknarre ein und treffe natürlich nicht. Finde auch, verdammt. Aber Verteidigung ist ja gut. Also. Okay, Aquaknarre getroffen, perfekt. Ist Finte physisch? Ich kenne mich nicht so gut aus, ehrlich. Ich bin nicht so gut im Pokémon eigentlich. So, 280 Erfahrungspunkte. Nice, Level 19. Da, da, da. Geradax. Jo, da bleibe ich lieber nicht drin. Weil ist auch ein weiterentwickeltes Pokémon da und ist auch ein Level höher als wir. Ich riskiere es lieber nicht. So, Wayne. Ich bin nämlich overleveled, ich merke es eh. Weil ich halt sehr, sehr vorsichtig bin und sehr große Angst habe. Routenschlag. Na egal, Wayne hat sowieso super Verteidigung. Und Durchbruch wird ich eh instant töten. Bam! Und jetzt sind wir Level 25. Da, 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 da. Mal schauen, was ansteigt bei uns. Was gut ansteigt bei Wayne. Okay, KP, Angriff und Initiative. Nice. Da, 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 da. Puh, ich, puh, das stinkt. Lalalala, lalalala. Ja, nach Schwefel wahrscheinlich. Was nicht sehr gut riecht. Ah, verdammt. Es ist ein Quapsel. Süß. Wäre auch cool gewesen, aber naja, ein Ding ist besser, finde ich. Ein Anorith ist besser. Natürlich kann ich nicht fliehen. Hypnose, oh mein Gott. Quapsel. Wieso machst du das? Komm schon. Flucht unmöglich. Aquaknarre. Yeah. Du bist entkommen. Toll. Und jetzt schlafen wir. Habe ich einen Aufwecker? Habe ich irgendwelche Bären, die mich aufwecken? Ja, warum Bären? Nicht prüfen. Okay. Lala. Und noch ein Trank. Hallo. Was ist denn hier? Oh nein, von wo kommst du denn? Aus den Aschen erhebe ich mich. Ja. Herausfordern tue ich dich. Ja. Link? Bist du das? Ja. Link. Oh mein Gott, er hat sogar ein Schwert. Und ist Linkshänder. Oh mein Gott. Ninja-Junge Link. Wer ist Eduard? Es gibt keinen Eduard. Ein Smogon. Verdammt. Smogon kann wahrscheinlich Ding. Explosion. Ich gehe mal zu Wayne. Wayne hat gute Verteidigung. Komm, Wayne wird doch alles durchrushen wahrscheinlich. Und Finale. Ja, komm schon, Wayne. Halt's aus. Puh. Oh mein Gott. Als nächstes wird Smogon eingesetzt. Verdammt. Alter. Ja, ich muss gleich Supertrank machen. Habe ich einen Supertrank? Sag mir, ich habe nur... Ich habe keine Supertränke. Ich habe Sprudel, aber... Komm schon, bitte. Mach nicht Finale. Okay, Tackle. Und jetzt Durchbruch. Wir sind schneller. Komm, töte bitte Smogon. Bam. Nein. Komm, du musst es one-hitten. Du kannst dich einfach jetzt nicht one-hitten. Durchbruch. Wie viel Schaden hast du das letzte Mal gemacht? 46, gell? Ja, jetzt habe ich 10 KP verloren. Ich hatte 20 das letzte Mal. Smogon, nein. Oh, es wird gefährlich mit Wayne. Aber Wayne ist, glaube ich, eh das Pokémon mit der stärksten Verteidigung, oder nicht? Mal schauen, Wayne. Verteidigung, nein. Aber ist Finale speziell oder Ding? Okay, halt. Indelion hat halt sehr gute, aber Indelion hat auch nicht so... Wie heißt das? Bei Indelion ist das ein Problem. Ich weiß nicht, ob Finale... Ich hatte mal im Kopf, dass es auch als Feuer gilt, dass es eben schon effektiv ist gegen uns.
Ich meine, Ding hätte viel, X-Bot hätte viel KP, aber ich muss mit Ding riskieren jetzt, Wayne. Durchbruch. Komm schon, bitte besiege es. Nicht Finale, nicht Finale. Nein, oh mein Gott, Wayne überlebst, Wayne überlebst. Okay, es macht immer relativ Ding Schaden, also. Ja, ich werde wechseln und gleich mal noch einen Sprudel einsetzen. Level 19, verdammt! Könnte sein, dass uns das jetzt diesmal zerstört. Smog, nein, nicht Smog. Es wäre besser gewesen, hätte er gleich zu Anfang Finale gemacht. Okay, das war nicht so stark. Durchbruch, komm schon. Ich meine, wir werden die Hälfte machen. Ja, mehr als die Hälfte sogar. Und Tackle, okay. Ich hatte gerade wirklich große Angst. So, huh. Sorry Leute, dass ich gerade nicht leise war, aber ich hatte gerade ein wenig Angst, eine Ehre von dir besiegt zu werden. Na, das war nicht ehrenvoll, wie du gekämpft hast, das muss ich sagen. Das war komplett falsch. Hier ist ein Item wahrscheinlich. Hallo? Yes, ein Ether. Und wir kriegen da rechts ein. Was kriegen wir hier? Ein Superschutz. Nice. Ich werde gleich mal einsetzen. Okay, gehen wir nach links. Was ist hier oben? Tipps für Trainer. Du kannst eines deiner Basis-Items, oh ja, auf Select setzen. Komm schon, das Spiel ist 20 Jahre alt, man. Ein Nachttrainer. Ein Nachttrainerin. Ich habe einen Sonnenschirm, um das staubige, widerliche Vulkanerschiff von meinem niedlichen Kamaup fernzuhalten. Oh, das ist ein Kamaup. Nice. Ey, warte. Hast du einen Kamaup? War das gerade Ding? Ja, tatsächlich Kamaup. Ah, jetzt wurde ich nicht randomized. Ich hab's vergessen. Die Trainer sind nicht gerandomized. Okay, Aquaknarre. Komm schon. Zwei Aquaknarre werden reichen, denke ich. Oh, sogar eines. Cool. Wieso hat es beim letzten Mal nicht gereicht? Ich glaube, es war sogar schwächer, das letzte Mal. Und wir sind Level 20. Nice. Okay, Initiative steigt an. What the fuck? Okay, um 3. Das ist gut, aber wieso steigt so viel an? Schirmdame Saskia. Ich bin total außer Atem. Hier, frisst die Vulkanasche. So, hier können wir auch eine Basis aufbauen mit Geheimpower. Okay, zwei alte Zwillinge. Ich mach mal die Ding-Duo. Ich mach mal das Ding-Duo, wie heißt das? Joto-Starter-Duo. Bam. Wir beide sammeln Asche, wir beide kämpfen auch mit Pokémon. Okay, geht ja auch mal zur Schule. Macht irgendwas aus dem Leben tatsächlich, was hilft? Nein. Lee und Flo. Flummel und Flummel. Nice, verdammt, so viel Pinkness. Ich weiß, was wir machen sollen. Ich würde als erstes mal Raserei. Nein, nicht Raserei. Aquaknall einfach irgendwas hier. Und dann Rasierblatt. So hier, auf eure Pinkness. Okay, ein Flummel ist tot mit einem Volltreffer. Ist auch das nächste dann ein Volltreffer? Nein, cool, interessant. Okay, Aquaknarre. Cool, ja, Anik ist jetzt schneller geworden ein wenig. Dank der drei Initiativen, die wir gekriegt haben. 145 Erfahrungspunkte, 145 Erfahrungspunkte. So, ihr seid besiegt, geht jetzt zur Schule. Wir haben verloren, mir ist langweilig. Da sammle ich jetzt Asche. Oder geht's zur Schule, was macht ihr bitte? Ihr seid 7 oder so. Top Ether. Boah, irgendwer hat hier komplett ganz viel Ether fallen lassen. Was nicht so gut ist. Was wollt ihr mit dem ganzen Stoff? So, Glaswerkstatt, Glasdekor, Vulkanasche. Ah ja, stimmt, ich konnte mir irgendwas. Irgendwas war hier. So, diese Region ist mit Vulkanasche bedeckt. Ich habe kein besonderes Talent. Ein besonderes Talent. Ich mache aus der Asche Glas und stelle daraus Items. Hiermit kannst du Asche sammeln. Okay, Aschetasche. Oh, reimt sich. Vielleicht sollst du sie umziehen, das ist nicht gut für deine Lunge. Nimm sie Aschetasche und lauf durch die Asche. Damit füllst du die Aschetasche mit Asche. Und wenn du meinst, du hast genug gesammelt, komm zu mir. Was sagst du? Papa ist komplett dumm aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht, wie er wegzieht. Bitte hilf mir. Okay. So, du willst kämpfen. Wie hast du mich gerade gesehen? Du hast nach unten geschaut. Danke, dass du mich gefunden hast, aber nun müssen wir kämpfen. Du hast eine sehr tiefe Stimme. Ja, das ist wegen den Hormonen, die ich nehme. Okay. Oh, noch ein Faker. Ein Fakeling. Ninkada. Level 19. Aquaknarre. Ich glaube, Ninkada ist auch gleichzeitig ein Boden-Pokémon. Deswegen sollte es effektiv sein. Das ist sehr effektiv. Yeah. Super. Vielleicht kriegen wir jetzt auch ein Level-Up nochmal. Ninjask. Ninjask. Ninja-Junge Arn. Arnt.
Aquaknarre, okay, Kratzfurie trifft nicht. Stimmt, Ninjax ist ja das schnellste Pokémon, das es gibt. Also nach Deoxys Speed. Okay, er wird schneller. Er wird hier pro Runde schneller, aber ist eh egal. Also. Ich werde dennoch hier, ja, auf Gemmissile wechseln und dann Flügelschlag. Ich finde auch, ich bin auch ein sehr großer Ninjask-Fan übrigens. Ja, ich weiß nicht, ich finde es einfach cool, dass es einfach so schnell ist. Du bist garantiert immer als Erster zu treffen. Sogar, das ist sogar schneller wahrscheinlich als Gemmissile, also. Ich denke vielleicht sogar in der ersten Runde wäre Gemmissile schneller gewesen, weil wir halt Level 25 sind. Aber wegen Ding halt, wegen Temposchub ist es Ninjask schneller als jedes Pokémon wahrscheinlich. 315 Erfahrungspunkte, 315 Erfahrungspunkte. Jo, hätten wir wirklich es ganz besiegt? Ich werde meinen Ninjutsu gegen dich einsetzen! Funklasch, Vulkanasch und Wirbler! Was, ist schon vorbei? Zu viel Naruto geschaut oder was? Ja. Ich denke, wir hätten noch ein Level-Up erreicht mit Ding. Wie hieß er? Mit Yannick. Hätten wir ihn alleine besiegt. Mal gucken. TM32. Was ist das jetzt nochmal? TM32 ist Doppelteam. Joa, sehr, sehr schwach. Also nicht schwach, sondern einfach eine sehr. Der Vulkanausbruch ist der eindeutige Beweis, dass die Erde lebt. Nicht wirklich, aber okay. Ja, Doppelteam ist sehr eine sehr Fake-Strategie, finde ich. Macht auch nicht so viel Spaß. Stolunia, nice. Los, Yannick, setze ein. Aquaknarre ein. Bam! Und du bist besiegt. Und ich sehe, ich bin weit über die Zeit, okay. Hat sich gereimt. Ha, schon wieder. Steigt stark, okay. Es ist egal, ehrlich. Hier. Spezial. Und du bist ein Haufen Eisen geworden wieder. Nicht mehr Stahl. Du wurdest downgegradet. Okay. 411 Erfahrungspunkte und Yannick ist Level 21. Ja, Biss. Perfekt, perfekt, super. Ja, ich will Raserei vergessen, bitte. Vergiss Raserei. So. 1, 2 und schwupp. Yannick hat Raserei vergessen und Yannick erlernt Biss. Nice. Okay, ich frage mich, ob wir jetzt in der Folge noch links bei Ding ankommen. Du bist auf die eine oder andere Weise stark. Ich werde irgendwann so einen Stark-Counter machen, wie oft die Leute stark sagen. Oh, wir schaffen es in den Laubwechselfeld tatsächlich. Lalala. So, wir sind da. Hallo. Die Musik ist merkwürdig. Lalalala. Oh, aber schaut euch erst an, wie cool das hier eigentlich ist. So eine Prärie und so. Oh. Aber ich gehe mal die Pokémon heilen. Und das war's für diese Folge. Falls euch die Folge gefallen hat, dann hinterlasst bitte einen Daumen hoch da. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir sehen uns dann nach dem Heilen beim nächsten Mal. Wartet. Wartet. Wartet! Komm, jetzt seid ihr noch vorbei. Okay, ich gehe doch mal raus. So, ciao, Leute!